Rote Rosenschock, Leo erwacht nicht aus dem Koma. Leos gesundheitlicher Zustand wird den Rote Rosen-Fans bald mächtig Sorgen bereiten. Auf Leo, Daniel Hartwig, warten in Lüneburg turbulente Wochen. Nach dem Liebesaus zwischen Katrin, Nicole Ernst, und Florian, Stefan Plepp, heißt es für die Rote Rosen. Fans schon bald Abschied nehmen, Florian beschließt, mit seiner Ex. Freundin Anke, Anne Brändler, nach Lissabon auszuwandern und sein altes Leben endgültig hinter sich zulassen. Ganz zur Freude von Leo, der seit langem auf eine Beziehung mit Katrin hofft. Der Weg für die zwei scheint nun endlich frei, wären da nicht Katrins Zweifel, die ihn erneut abblitzen lassen. Um sich nicht länger Hoffnungen zu machen, beschließt Leo Lüneburg zu verlassen und nach Elba zu ziehen. Punkt einer Entscheidung, die die große Wende bringen soll. Auf einem letzten Spaziergang kommt es bei Leo und Katrin erneut zum Kuss. Beiden wird endlich klar, sie wollen zusammen sein. Doch das neu gewonnene Glück wird durch einen Schicksalsschlag schnell getrübt. Rote Rosen, Leo fällt ins Koma. In Philipps Weinladen kommt es zu einer großen Explosion. Um den Inhaber zu retten, rennt Leo ins Haus und riskiert sein Leben. Als dieser nicht wiederkommt, überwindet Katrin ihre Angst und rettet den bewusstlosen Leo aus den Flammen. Mit einer schweren Kohlenmonoxidvergiftung wird er ins Krankenhaus eingeliefert und muss fortan um sein Leben kämpfen. Trotz Katrins rührender Fürsorge verschlechtert sich Leos Zustand, er muss ins künstliche Koma gelegt werden. Katrin kann den Anblick nur schwer ertragen und wird immer wieder an ihre eigene Zeit im Krankenhaus erinnert. Nach Tagen des Hoffens und Bangen folgt endlich die positive Nachricht, Leo soll aus dem künstlichen Koma geholt werden. Die Freude hält jedoch noch kurz an, denn der Aufwachvorgang scheitert. Leo ist im Koma gefangen und zeigt keine Regung. Bedeutet das etwa seinen Serientod?